Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich habe eine Einmeldung gerade reinbekommen, Mann. Bones MC hat einen Burgerladen aufgemacht. Wir werden jetzt direkt, erstmal danke an Evanio, der hat mir Bescheid gesagt. Ich habe nicht mal geschafft, mir den Arsch abzuwischen. Ich sage es euch so, wie es ist. Direkt so fahre ich jetzt nach Hamburg. Achmed habe ich auch schon Bescheid gegeben, der ist gleich am Start. Wir ballern los. Ich bin mindestens genauso gespannt wie ihr, was dieser Burger leistet. Und ja, wir ballern jetzt los. Kleine Infos vorab. Das ist wohl nur wirklich so ein kleiner Laden, eigentlich für Lieferung. Man kann den Burger halt direkt da rausziehen. Also das ist kein richtiges Restaurant. Man kriegt aber natürlich den Burger frisch raus, kann den dafür Takeaway nehmen. Und laut Informationen jetzt von Achmed haben die auch nur drei Sachen. Die haben einen Smashburger, einen Chickenburger und sowas wie ein Sandwich. Ne, Achmed? So habe ich gesehen. Und Homemade Pommes. Wir werden natürlich ganz Programm durchziehen. Bin heiß wie Frittenfett. Wir sehen uns jetzt beim Laden gleich. Also wir sind am Start. Das ist, und das habe ich auch nicht gecheckt, eigentlich genau Reeperbahn. Daneben, ne? Gut, gehört nicht mehr dazu, aber direkt Hamburg. Pauli, haben sie einen guten Standort gewählt. Also, haben Sie schon mal den neuen Bones MC Burger gegessen? Noch nicht gegessen, ne? Ja, ich bin gespannt, den testen wir jetzt. Ja, machen wir. Wir testen Bones MC's Burger, den Mörder Burger. Ich hätte gedacht, hier wäre jetzt die Hölle los. Wenn ich richtig gedacht habe, ist da nicht die Hölle los. Aber ich glaube, ich habe falsch geguckt auch. Okay, Achmed sagt, da muss er sein. Oben, wo Pizza Buddy steht. Da ist 3, da muss da eigentlich doch die 1 sein. Ist das ja? Ach so. Ja, geil, Mann. Ich habe hier den Chef am Start direkt. Du bist voll groß, Mann. Aber sag mal, wie groß, nicht, dass ich denke, ich bin eine Pussy. 2,6 oder so. 2,6. Jetzt weiß ich, wie eine Frau sich fühlt. Ja, ich öfter. Ja, da würde ich mich sicher bei dir fühlen, aber. Ja, sag mal, Bones MC hat einen Burger rausgebracht. Genau. Ja. Das ist jetzt der Burger hier. Ihr habt nur für Takeaway und erstmal zur Lieferung erstmal. Okay, aber später irgendwann auch hier für. Logisch, ja. Mhm. Wir warten nur, dass die Baustelle fertig von das Restaurant fertig ist. Okay, geil. Habt ihr nur 3 verschiedene Burger? Ja, genau. Damit haben wir angefangen. Erstmal Sushi, ne? Und dann, sobald das Restaurant aus ist, machen wir auf jeden Fall auch vom Weiteren mit Garten noch um einiges mehr. Okay, habt ihr jetzt Smashburger, einen Chickenburger und einen Sandwich, ne? Genau, ja. Gut, ich würde sagen, dann labern wir gar nicht groß. Ich probiere die ganze Karte durch. Es gibt Smash, Chickenburger, Sandwich und wir fangen jetzt erstmal mit einem Sandwich an. Hast du oben noch einen geschnitzelt, ne? Sieht geil aus, deine Kreation. Kann ich ja sagen, deine Kreation. Das ist ein Sauerteigbrot, das kommt auch hier aus Hamburg, vom Gaus. Vom Gaus? Natürlich. Ne, also Jochen, Mann! Mach einen Champagner auf! Der Käse wieder unten schon. Dieses kostet Anton, ne? Das, was ich da unten biete, das ist das Gourmetstück. So Leute, Runde 1 geht los. Schön heiß. Ich habe das Ding in der Hand. Richtig? Zeit haben die sich gelassen. Geguckt. Ist der Käse geschmolzen? Ist er nicht geschmolzen? Also das ist schon jetzt kein Zufallsprodukt hier. Boah, guck mal, wie der schön klebt hier. Oh. Gepickelte Zwiebeln. Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden, sage ich euch so, wie es ist. Von mir kriegt ihr immer eine ehrliche Meinung, auch wenn mich das selber manchmal schmerzt, aber ihr kriegt eine ehrliche Meinung. Ich hätte mir manchmal gewünscht, einen anderen Weg eingeschlagen zu sein, wo ich einfach alles nur geil und... Aber es geht nicht, Leute. Es geht nicht. Kriegt natürlich auch eine Bewertung von mir. Und ich sage euch, was am Anfang einfach absolut Deluxe ist. Man muss sich von vorne anfangen, Mann. Aber dieser Dijon-Senf in der Kombi mit diesen Zwiebeln, knusprig von außen und dann knackig. Nicht so, wie man kennt, diese Zwiebelmarmelade, ganz knackig. Das ist eine wilde, heftige, sage ich euch, heftige Kombi. Das ist krank, Leute. Und weil dieses knusprige Außen, das hat er so zelebriert, der hat er ganz lange auf dem Grill gelassen. Das Ding war da 7-8 Minuten auf dem Grill. Dieser knusprige Geschmack außen, Leute, ihr kennt das vom Toast. Aber das ist ja dieses Sauerteigbrot vom Jochen Gaus. So habe ich das noch nicht gegessen. Also diese intensive Kruste und diese Röstung von außen. Hat mir der Jochen letztens auch nochmal gesagt, das ist ja eines der heftigen Geschmäcker, diese Röstaromen von außen. Perfekten Käse gewählt, kein Billigkäse. Ich bin begeistert, Leute, absolut begeistert. Ich liebe das, das ist das, was ich am liebsten habe, Leute. Irgendwas geil bewährt, Mann. Für die Bewertung muss ich krank in mich gehen, Mann. Wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Burger, aber seid gespannt auf
auf die Bewertung, Mann. Das ist wirklich Endlevel. Ich schwör's dir, ja. Ich sag mal so, ich mach mir manchmal nicht die besten Freunde, wenn ich irgendwas bewerte, weil ich manchmal auch echt schon Scheiße bewertet habe. Ne? Kritisch, das ist doch gut. Ja, auch Leute, die dann bekannt sind oder so, habe ich oft schlecht bewertet, weil ich einfach ehrlich sein muss. Ne? Aber ich glaube, das könnte das heftige Sandwich meines Lebens gewesen sein. Das heftigste aller Zeiten. Ja, das freut mich. Das war echt heftig, Mann. Wenn die anderen Sachen auch so reinknallen. Ja, das ist top, das Oh, Bruder, das war also wirklich sehr heftig, Mann. Sehr gut. Boah. Na gut, dann machen wir weiter mit dem. Machen wir Chicken Burger erst auf die Schnelle, ja. Sag mal nochmal von der Burger Mayo oder beim Chicken Burger. Wie macht ihr das? Tatsächlich haben wir drei Soßen. Mhm. Eine fürs Sandwich, das ist eine Senfmayonnaise. Dann haben wir einmal die Burger Mayo, die für den Smash Burger. Und auf unserem Chicken Burger haben wir die Burger Mayo und Spicy Mayo mit drauf. Okay. Also Runde 2, Leute, Chicken Burger. Endlevel auch. Also ich liebe es auch in der orientalischen Küche mit diesen eingelegten Gemüse und so. Ne? Also ich feiere das komplett ab. Jetzt zum Beispiel im Shawarma oder sonst wo. Da ist auch denn so eine eingelegte Gurke oft drin. Ne? Ja, aber ich bin halt gespannt, ob die jetzt in die süßere Variante geht oder in die salzig-saure. Ja, das werden wir jetzt sehen. Ich hab gleich, wenn ihr ins Chicken reinbeißt, die werden die Marinade noch schön mit irgendeinem Chili-Gewürz, sag ich mal. Dass du dieses Feurige drin hast. Im Biss direkt, bam, kommt das in deine Fresse rein. Und dann noch mit der Spicy Mayo oben drauf. Perfekter Mix. Perfekter Mix. Dann habt ihr noch kurz wirklich die Frische von diesem Salat. Da gibt es so ein bisschen diese McDonald's Burger King Vibes, wo man diesen frischen Salat noch hat. Zum Beispiel bei McChicken. Aber das Ganze ist heftig hier. Also wirklich, das ist eine andere Liga hier gerade. Was ich beinahe rausgelassen hätte nur, wäre dieses Bones-Ding oben. Einfach aus dem Grund, das ist hart angeröstet. Wir waren eben bei dem Thema Röstaromen. Aber das hat einen komischen Geruch dadurch. Weil das ist ja, ich meine, nicht standard angeröstet. Wenn du reinbeißt, irritiert das ein bisschen. Du weißt nicht, kommt das vom Brot oder sonst wo. Finde ich für den Geschmack nicht zuträglich. Ich glaube aber, das ist das Brötchen, wo ein bisschen zu viel war, wo er selber meinte. Ach so, wo er selber zu doll angebräunt hat. Ja, genau. Kannst du dann gleich mal fragen. Chicken trotzdem saftig, richtig, richtig saftig. Ihr wisst, ich habe eine sehr harte Rangliste. 9 von 10 Punkten nach 2 Jahren YouTube. Das ist der höchste Burger. Muss ich ebenfalls in mich gehen. Wäre schon sehr stark, Mann. Wir gehen zur Runde 3, dem Smashed Burger. Jetzt die Königsdisziplin. Das ist eigentlich, wo ich die meiste Hoffnung drauf setze, das andere war schon Endlevel. Was mich auch noch echt übertrieben freut, ist, dass es endlich mal wirklich was richtig Heftiges in Hamburg gibt. Die beiden, die ich jetzt gestern wirklich absolut krank. Und in Hamburg, leider, große Stadt, aber gut, Burger gibt es inzwischen auch. 1, 2 wirklich Top-Burger. Aber sonst ist lost. Und wenn der Burger jetzt alles killt, der Mai heute Purzelbaum. Auch der Burger war tatsächlich Endlevel, Mann. Das freut mich. Der war Endlevel. Also ich hatte nichts auszusetzen, absolut nichts. Außer, du hast echt das Ding zu doll eingebrannt. Das war ein bisschen zu doll so, ne? Das hast du gerochen dabei. Aber ich sag mal so, das ist ja jetzt kein Standard, ne? Ist ja jetzt nicht so schlimm, aber das ist ein Endlevel-Burger. Auch da die Bewertung am Schluss von mir, Anton. Dann nehmen wir jetzt den Smash-Burger nochmal rein. Machen wir das Beste zum Schluss. Ja, Mann. Und Pommes können wir auch Pommes von ja, dazu, genau. Ne? Dann lohne ich euch die Pommes und den Smash-Burger. Geil, Mann. Dann haben wir die komplette Karte durch bei euch, ne? Dann habt ihr die komplette Karte durch. Top. Okay, was hast du hier Schönes, Anton? Genau, das ist eine Kartoffelrundmasse mit Brandteig. Käse drin, die machen wir auch selber komplett. Kartoffeln und Käse? Genau, es ist wie so bisschen wie eine Krokette, außen sehr knusprig und drin so wie so fluffiges Kartoffelpüree. Geil, Mann. Was für Hack benutzt ihr für die Smashburger, Anton? Das ist Rinderhack. Ja. Das ist aus dem Beef Chuck, also aus dem Nacken. Ja. Da hast du einfach ein sehr, sehr gutes Verhältnis aus Fett und Fleisch. Okay. Und
Also André, sag doch nochmal, Fleisch, Salz, Pfeffer, keine Geschmacksverstärker drin, gar nichts aufs Fleisch. Top. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll hier, Leute. So, ich snack mal ganz schnell einmal nur in die Pommes rein. Schmeckt ein bisschen so, wie die Remo auf Fischbrötchen drauf ist. Die meisten werden es kennen von euch. Aber auch nur einen Touch davon. Sehr kross. Boah. Endlevel-Soße. Sehr geile Pommes. Sehr geil. Um mal kurz zum Burger zu kommen. Guckt euch diese Kruste an. Endlevel. Richtig fleischiger Geschmack am Anfang, richtig intensiv fleischig. Geile Süße drin durch die Zwiebeln, sehr geiler Käse. Tomate lässt sich immer drüber streiten beim Burger. Manchmal feiere ich es auch gar nicht. Das hier gab jetzt irgendwie eine geile Frische und Abwechslung. Dieses Deftige vom Fleisch, da hast du kurz die Tomate, die Saft abgibt, die frisch ist. Das wäre so ein Erlebnisburger. Du beißt von der Seite, bam, hast die Impulse. Beißt von der, hast noch mal was anderes. Einmal schnell noch hier rein snacken, Pringles zur Bewertung. So cremig von innen. Außen so knusprig. Er sagt, er ist quasi wie Kartoffelbrei. Käse haben sie noch drin. Von außen ganz knusprig gebraten oder gefrittiert, er gesagt. Irgendwas haben die Pommes Spezielles an sich. Oder ist das hier der Dom? So einen leichten Candy-Kick, sag ich mal. So einen leichten, ich möchte nicht Englisch reden. Zuckerbutton-Kick, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, zur Bewertung, Leute. Ich stand hier schon wieder echt gerade 5 Minuten in meinem Struggle. Ich beginne mit dem Sandwich. Ist für mich eine 9,7 Punkte. Das ist das beste Sandwich meines Lebens, würde ich sagen. Bestes Sandwich. Nur nicht höher, kein Kritikpunkt, aber wer weiß, was noch kommt. Also diese harte Kruste, diese Käse, diese Kombi einfach bei dem Sandwich, das ist, wie gesagt, bestes Sandwich meines Lebens. Dann kommen wir zum Chicken Burger. Beim Chicken Burger gebe ich 8,6 Punkte. Also es kommt bei mir ins Ranking rein. Absolut krank. Wenn ihr dieser erste Biss einfach mit dieser Chili-Note von dem Chicken, das ist einfach heftig. Für mich tatsächlich am schlechtesten aus allen dreien, für mich der Smashburger abgeschnitten, würde ich eine 8,4 geben. Immer noch mega heftiger Burger. Aber die Burger, die bei mir in der Liste drin sind, sind leicht obendrauf. Die Pommes, alles Endlevel. Also für mich im Gesamtlevel dieser Laden ist krank. Absolut krank. Eine kleine Info nochmal. Five Guys fliegt bei mir aus dem Ranking. Nicht, weil der an dem Tag nicht geil war oder aus irgendwelchen Gründen, sondern weil ich privat jetzt öfter da war und jedes Mal eingekackt hat. Und das kann ich nicht mit gutem Gewissen vertreten in meiner Liste. Und deshalb Five Guys raus, für die, die sich wundern, warum Five Guys nicht mehr bei mir in der Liste ist. Zu oft privat eingekackt. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen oben und einen Kommentar natürlich gerne auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.